Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück zu Subsistence. Was war das? Irgendwas rannte da gerade. Ich habe irgendwas wahrgenommen. Ja, wir waren glaube ich dabei. Hier haben wir unsere Plattform erweitert. Wir wollten jetzt als nächstes hier irgendwie noch ein paar zusätzliche Beete hinmachen. Mal schauen, wie sieht das hier aus. So, erstmal ganz gut. Können wir auch schon wieder eine Sache reinpflanzen. Können wir eigentlich immer mal schnell machen. Gucken, was wir hier noch so haben. Was hätten wir denn da? Heilpflanzensamen, Tomatensamen oder Baumwollsamen. Ich würde sagen, wir packen mal Baumwollsamen rein. Ich hätte auch die Hälfte nehmen können, hätte ich mir das Rücklaufen ersparen können. Weil wir schließlich als nächstes Jahr uns einen besseren Helm bauen wollen. Dafür brauchen wir ein bisschen zusätzliche Baumwolle, um uns den besseren Stoff herstellen zu können. So, da wieder rein. Was sagt unser Feuerholz? Oh, das ist schon fast gut. Dann nehmen wir hier unser Fleisch erstmal raus. Da kommen die drei auch noch rein. So, guck an. Holzplanken schon mal hier im Bau geben nebenbei. Dann gehen wir hier mal aufsammeln, noch ein bisschen Holz holen. Da hinten hat auch schon wieder ein Bär. Eigentlich müssten wir unser Essen und sowas noch so ein bisschen höher bekommen, dann würden unsere Lebenspunkte und sowas nicht auf 100 steigen, bevor wir nachher irgendwie wieder sterben. Das wäre schon schade. Dann lauf weg. Eigentlich sind mir Kaninchen momentan eh lieber. Läuft da hinten. Okay, es war doch ein Wolf. Also ich dachte, da läuft da schon wieder ein Jäger. Dann wären wir jetzt so langsam echt umzingelt. Hier liegt nur ein bisschen Schrott. Da irgendwas Besonderes? Ne, glaub nicht. So würde ich sagen, fangen wir hier mal mit dem Holzhacken. Damit wir ein bisschen Holz bekommen. Das war schon dreimal. Hier oben, so auf dem Plateau, hier wechseln wir unheimlich viel Grünzeugs. Egal, ob jetzt Fasern oder Beeren. Hier seht ihr zum Beispiel wieder so einiges an Fasern. Das ist noch eine Kiste. Das waren jetzt mal ein paar Blaubeeren. Noch mehr Blaubeeren und Nägel. Nochmal Fasern. Hinten rennt der Wolf. Oh, hier, Erz. Das nehmen wir doch glatt mal mit. Bisschen Kupfererz. Das können wir immer gebrauchen. Weil da werden wir wahrscheinlich zukünftig noch eine ganze Menge mehr von gebrauchen. Da ist nochmal eine Kiste. Die holen wir uns mal schnell.
So, wir sollen jetzt hier nebenbei immer schon mal wieder ein paar Holzplanken anschmeißen. Holzplanken werden wir noch so die eine oder andere gebrauchen. Hat er uns wahrgenommen? Hat er uns aufgenommen? Ja, sieht nicht so aus. Ach, da war ein Kaninchen. Na, das ist zu spät. Müssen wir gleich nochmal gucken. Wo ich jetzt erstmal hier die Kiste. Bretter und Schrott. Und ein paar Beeren. Da hat ja auch noch eine Kiste. Hier eine Flasche Wasser. Cool. Das hatten wir so auch noch nicht. Eine Flasche Wasser. Ich frage mich ja, was. Da ist der Bär. Ich frage mich ja, was passiert, wenn man die Flasche Wasser so leer hat, ob die dann verschwindet oder ob man die irgendwie so mit übernimmt, also dass die erstmal leer ist. Und dann ist die Frage, ob wenn man dann wieder Wasser reinfüllt, ob man die dann auch auf den Grill legen kann. Ich meine, normal müsste sie dann ja abfackeln. Packen wir das Erz hier noch schnell ein. Bisschen Zinkerz. Langsam könnten wir wieder ein Stück weit zurücklaufen. Ich glaube, ich war gar nicht so weit weg. Dafür, dass ich manchmal sonst im Stehen immer wieder daneben schieße. War ich doch verhältnismäßig nah dran. Also ist mein Eindruck. Hinten ist ein Reh. Können wir da näher rankommen, wenn wir jetzt schleichen? Bleib doch stehen. Ich hab vorbeigeschossen. Ich hab getroffen. Deine Basis wird angegriffen. Wer greift an? Sollen unsere Basis in Ruhe lassen. Kann wohl nicht angehen. Da geht man hier friedfertig. Einfach mal ein bisschen mal gucken und die greifen in der Zwischenzeit die Basis an, oder was? Wir rennen da auch rein und dann schießen wir von innen drin. Ich glaube, das ist besser. So, wo sind sie? Mehrfach vorbeigeschossen. Wo ist er? Da. Wo ist er? Lutes, haben wir noch einen Verband? Schnell.
Haben wir ihn erwischt? Ich glaube, ich könnte ihn erwischt haben. Haben wir noch Munition? Das laden wir nach. Ey, der hat den Pfeil reingeschossen. Da, wo ist er hin? Da ist er. Den haben wir erwischt, würde ich sagen. Da, gib mal hier, was du so hattest. Unsere Basis hier anzugreifen. Ne, der lebt noch. Ich glaube, jetzt habe ich ihn erwischt. Das klang jedenfalls so. So, wo ist er? Irgendwo hier muss er liegen. Hier ist sein Rucksack. Da hat sie ihn erwischt. So, den sind wir los. Der ärgert uns nicht mehr, würde ich sagen. So, sind wir schnell zurück. Ich hoffe, Yasri ist vielleicht noch da, weil das sah ja ganz gut aus. Das haben wir beim ersten Mal getroffen. Ich habe danach gesehen, es hat nur, glaube ich, nur 40 oder 42 Lebenspunkte. Hätte mir schön erwischt, wenn die ollen Penner hier nicht angegriffen hätten. Gucken, ob das Reh hier noch irgendwo rumrennt. Ich habe zwar so wenig Hoffnung, aber vielleicht hat man ja doch noch mal ein bisschen Glück. Da ist nur ein Huhn. Ne, ich glaube, das Reh ist wieder mal verschwunden. Gucken von hier nochmal, ob wir hier irgendwas sehen, weil hier war es ja ursprünglich. Ne, hier ist aber noch eine Kiste oder so, da liegt noch Schrott. Das holen wir mal schnell. Na Vicky, auf was für Ideen kommen denn die? Uns so klangheimlich anzugreifen. Unserem Essen jetzt langsam auch jetzt Neige. Hier schnell erstmal ein bisschen was reinziehen, bevor wir uns jetzt hier auf den Weg zurück machen. Oh, jetzt wird es auch schon ziemlich düster. Hier wird hier ganz schön abrupt dunkel, ne? Muss man ja so sagen. Ach, Tür zu. So, Lagerfeuer an hier. Hier ist ja hier ein bisschen was nachschmeißen. Ich schmeiß hier unser Huhn mal drauf. Das essen wir schon mal. Jetzt mal das hier alles ein bisschen unterbringen wieder. Okay. Oh. Die gehören auch da rein. Die ist eben da rein. Kommen wir das hier überhaupt noch alles irgendwie unter? Ha, ich glaube das. Erz ist auch schon wieder weg. Ah, wir wollten ein Ding sparen, damit wir. Sachen hier schicken, ne? Ich probiere es jetzt ja mal trinken. Ne, okay, die Flasche Wasser verschwindet also komplett. Ziehen wir uns hier nochmal eine Möhre rein. Ach komm, Apfel nehmen wir auch noch mit. Ja, das sieht schon besser aus vom Essen her. Was sagt unser Fleisch? Das ist auch soweit gut für dich. Dann essen wir das auch nochmal schnell. Jetzt erst einmal durchladen hier. Wer weiß, was uns sonst noch gleich wieder blüht. Haben wir auch noch zwei Schuss.
Hier in die Schrottzirkel noch mit zwei Schuss rein. Sehr schön. Sehr schön. Das brauchen wir überhaupt, wenn wir uns ein weiteres Beet hier stellen wollen. Ein Pflanzbeet. 6 Schrott, 10 Bretter und 8 von unseren Seilis. Da haben wir... Oh, hier, dicke. Dicke und auch dicke. Dann können wir hier direkt nochmal ein... Oder machen wir irgendwas anderes? Erstmal gucken, bevor wir jetzt hier das Pflanzbeet einstellen. Das ist eine Tierhaltung. Ach, das war ja das mit den Seilen. Da war was. Ne, komm, dann machen wir erstmal ein zweites Pflanzbeet. So. Dann hätten wir jetzt ein Pflanzbeet in Auftrag. Das kann jetzt mal wieder alles rein. Ein paar Tau können wir machen. Wir haben so viel Pflanzenfasern. Da könnten wir mal ein paar Tau anschmeißen. Ach, ich weiß vielleicht noch heute. Wo ist unser Hammer? Da. Mal gucken. Müssen wir irgendwas reparieren? Auf jeden Fall Nägel für. Also mal ein paar Nägel. Ja, wegen 2 Punkten repariere ich das nicht. Da, der ist ein bisschen mehr kaputt. Oh, der auch. Hier. Sagt unser Boden. Ah, oh, das sieht alles gut aus, ne? Oh, ne, der hier ist ein bisschen. Wir sind das hier so kalt hier an dieser Stelle im Haus. Okay, da müssen wir einen zweiten Ofen haben. Oder wir brauchen Fenster. Was ist unser Dach? Das ist überall noch in Ordnung. Ja, gut, ihr Lieben. Wir sind hier auch schon wieder am Ende einer Folge. Wir haben den Angriff, finde ich, gemeistert. Den haben wir gut überstanden. Der Gegner ist nicht wirklich durchgekommen. Jetzt schauen wir in der nächsten Folge weiter, wie und was wir tun werden. Bis dahin, erstmal. Ciao, ciao.